Ach so, die Zauberin schleudert die immer weg. Jetzt hätte sie mal das eine Mal machen müssen, wo ich gefangen war. Noch ein Skelett. Der hat aber Hörner, seht ihr das? Die Skelette haben Hörner. Wie als wären das Dämonen. Ob das so beabsichtigt ist? Okay. Ein Haus. Hm, wieder draußen, okay. Ich dachte eigentlich, dass jetzt irgendwie ein Ereignis oder so kommt. Oh, ein Ernter. Ein Strafer. Ich sehe nichts. Zu viele Effekte. Na gut, ich habe mich jetzt wirklich dran gewöhnt an die Granaten. Weg. So. Und Tustines Brauerei. Wenn man das ausspricht, Tustines. Tustines Brauerei. Okay, gehen wir mal rein in die Brauerei. Ein Ereignis. Und da kämpfen welche. Wir helfen mal. Noch was? Ach, da oben. Einige meiner Männer sind im Hof und hintergegangen. Bitte helft mir dabei, sie zu retten. Na gut, ab in den Hof. Noch nicht fertig. Achso, ist einer von uns. Ich schieße schon auf Verbündete. Wiedergänger. Achso, nennen sich diese Soldaten, die verwandelt werden. Was ist das? Mehr Zeit. Abscheulicher Seelenernter. Was? Großgräf der. Oh Gott. Nein, ich bin gefangen. Genug Disziplin. Hilfe! Geh weg. Stopp. Erledigt. Und kriege ich jetzt was Feines? Ich will ja immer was Feines haben. Wisst ihr, warum das hier geschieht? Es ist völliger Wahnsinn. Bringt eure Männer zur Enklave der Überlebenden bei der Kathedrale. Geht. Stimmt, muss eine ganze Stadt evakuiert werden hier. Na toll, nichts. Ich weiß nicht, ob ich den Ring nehmen soll. Warte mal, das hier ist... Mehr Zähigkeit Erholung. Als Erholung ein bisschen Schaden. Nehmen wir gleich. Gut, dann nehmen wir jetzt den Ring. Obwohl, wir können ja mal gucken. Wir haben ja noch einen zweiten Ring. Der besser ist als der hier. Als der da hat auch mehr Schaden. Moment. Na gut, nehmen wir ihn. Verzichten wir ein bisschen auf die Erholung. 30% Erholung, also mehr Regeneration. Aber wichtig ist erstmal der Schaden, dass wir wirklich den Schaden erstmal auf diesem Niveau bekommen. Man sieht ja, dass die Gegner einfach viel zu viel aushalten, gerade die Fetten. Aber dann jammer ich ja wieder rum, dass sie zu schnell fallen. Das ist auch nicht gut. Wichtig ist natürlich für mich, dass die Kämpfe, also richtige Bosskämpfe so interessant gestaltet sind. Weil das ist das Problem, finde ich. Die Wellen hier werden richtig schlimm. Man wird hier echt viel aufgehalten, aber halt, man mäht sich trotzdem irgendwie durch die Gegner durch. Am meisten nerven ja die Champions, aber die Bosskämpfe sind trotzdem zu langsam. Also die gehen trotzdem zu schnell vorbei, finde ich. Champions sind momentan eigentlich die einzigen Gegner, die wirklich Schaden machen. Also die wirklich nerven. So, da hat er einen Herbeirufer, sofort töten. Macht er da? Macht er überhaupt was? Sein Kopf verloren. Wieder ein Exorzist. Hat das auch so ein Exorzist gewesen, der Boss? Weg. Nimm die Zauberin. Level 57, was? Haben wir bald unser Level 60 erreicht, wenn das so weitergeht? Drohendes Unheil. Unheil, nicht Unheil. Und Shurikenwolke bei Chakra. Nein, benutzen wir nicht. Ich gehe mal jetzt unten lang. Ich gehe mal unten lang gucken. Es geht sowieso wieder im Kreis, wie das aussieht. Aber dann haben wir wenigstens wieder was entdeckt. Vielleicht ein paar Gebäude vielleicht, wäre auch nicht schlecht. Hier, frisst meine Bolzen, wollte ich sagen. Meine Bälle. Hier sind meine Bälle. Guckst du dir an. Ah.
Okay, eine Maid ohne ihre Armee ist nichts. So, und hier kommen wir wieder zurück. Schön. Okay, wie ich gesagt habe, es geht nur im Kreis. Wir bleiben in einer Richtung. Ich hoffe nur, dass hier keine Sackgasse kommt am Ende. Na, ein Pfeil. Das ist doch schon mal ein Lichtblick. Ich muss sagen, das gefällt mir. Das erinnert mich auch ein bisschen an Thief hier. Wenn ich so das Gebäude hier sehe, sieht aus wie bei Thief. Also ich meine jetzt nicht Thief 4. Nicht verwechseln. Ich meine so Deadly Shadows eher oder halt Thief 2. Erinnert mich diese Gebäude an die Wachstation von den Polizisten. Oh, kein Hut mehr. Muss ich schießen. So. Ich brauche mehr Zeit. Oh, der hat was fallen gelassen. Jetzt schaut mal an, was da hinten ist. Und die verwandeln sich wahrscheinlich gleich wieder hier. Ich war von uns die Weltgeweihteste. Das hätte ich nie gedacht. Wirklich? Erscheine ich denn so deplatziert? Weißt du doch nicht, da geradewegs in ein Bordell platziert sein. Davon sprechen wir jetzt lieber nicht. Was? Diese Dialoge zwischendurch. Und wie ich gesagt habe, sie haben sich natürlich verwandelt. Was ist denn jetzt hier? An diesem Platz. Oh. Gideon-Gasse. Gideon-Gasse. Okay, dann gehen wir in die Gasse. Mit meiner Masse geht's ab in die Gasse. Und wieder eine Nachricht von Urseil. Die Menschheit widerte mich zunehmend an, während ich ins Sanctuario reite. Als ich Martin schließlich ausfindig gemacht hatte, war ich nicht überrascht zu erfahren, dass er ebenso fühlte. Wir werden der Menschheit, dieser Geißel der gesamten Schöpfung, ein Ende setzen. Und am Ende wird Inarius tragischer Fehler getippt sein. Oh je, guckt euch das mal an, wo wir gerade rumlaufen. Auf Dutzende, Hunderte Tote. Aber wie weit muss man gehen? Ich weiß nicht, ob das wirklich ein himmlisches Ziel ist. So ein Genozid zu veranstalten. Ich wundere nur, dass so viele in der Stadt leben können. Oder lebten. Die können doch nicht alle von Mestmog sein. Diese Todesmaid kontrolliert den Seelentiegel. Doch nicht mehr lange. Da ist der Seelentiegel. Okay, wir müssen ihn irgendwie deaktivieren. Leichnauch. Okay, ich glaube, ich weiß, wie man den deaktiviert. Wir müssen jetzt erstmal auf den Leichenhaufen bleiben. So, einen haben wir schon platt. Nebenbei kommen immer wieder. Ich brauche mehr Disziplin. Untote, das war jetzt irgendwie schon klar. Halt, wir müssen erst die Exorzisten erledigen. Denn die waren am meisten Schaden. Oh Gott, ich zieh mich kurz zurück. Ich muss mich erholen. Ja, ja. Das kann ich leider nicht tun. Natürlich kann ich das. Nee, erholen kann ich mich nicht. Wie viele sind es denn noch? Da hinten sind auch noch zwei. Ich warte immer noch. So, meine Zauberin ist da alleine. Schön. Kümmere ich mich in Ruhe hier darum. Dankeschön, du hast mir die Zeit gegeben, die ich brauchte. Oh, da ist wieder ein Exorzist. So, der Exorzist ist platt. Oh, da, der Seelentiegel ist riesig. Deswegen kommen ja auch immer so viele Untote. Was? Wieso? Du machst hier Scheiße, nicht ich. Ich brauche mehr Zeit. Driga! Ich habe deine Schwester getötet. Ich warte immer noch. Oh Gott. Oh nein, 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 nein. Das ist nur ich und du. Aua. Mehr Zeit. Ich, du und meine Pfeile. Nein, ich will nicht sterben. Nötige Hilfe. Das kann ich leider nicht tun. Hallo. Ich lebe noch. Wenn wir nur noch sie töten, nur sie töten, dann haben wir es geschafft. Oh, ein Glück. Der Seelentiegel ist auch zerstört.
Du suchst den Haufen ineinander verschlungener Leichen. Okay. Haufen ineinander verschlungene Leichen. Danke. Ich wusste, dass ihr rechtzeitig kommen würdet, um mich zu retten. Miriam, die Mystikerin. Woher wisst ihr das? Ich bin Miriam Yassir, eine Seherin der Vezin. Ich habe unser Treffen vorhergesehen. Doch nicht dieses Grauen. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ein einziger Seelentitel ist noch übrig. Wenn ihr ihn zerstört, werden die Maiden keine weiteren erzeugen können. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen los, und zwar jetzt. Hetz mich nicht. Ich bin sensibel. Ja? Was denn? Altair, er beobachtet euch. Kann er ruhig machen, dann kann er sehen, wie viel Scheiße ich hier wieder aufräume. Und wieder eine Nachricht von Ursael. Oh, und da ist nichts drin gewesen. Okay, er hat keine Nachricht von uns. Aber seltsam, dass ein Engel so einen Beutel mit sich rumträgt. Das stelle ich mir ein bisschen... Ihr müsst euch zur Enklave der Überlebenden aufmachen. Maltaels Seelenernter sind überall. Unsinn, ihr werdet mich schon beschützen. Und nachdem ich gesehen habe, was diese Dinge einem antun können, sagen wir einfach, dass ich die Zerstörung des letzten Seelentiegels mit eigenen Augen sehen muss, wenn ich jemals wieder ruhig schlafen möchte. Und da findest du dein Leben aufs Spiel, oder was? Toll, wir sind auf einem Friedhof, wie originell. Leichenerwecker, das ist ein neuer. Okay, die müssen wir wahrscheinlich wieder zuerst töten. Kommen hier immer mehr. Das erste Mal auf einen Leichenerwecker traf, nahm ich an, ihn besiegen zu können. Dann streckte er den Arm aus und der Boden vor ihm wurde in einem spektralen Licht gebadet. Knochen von Menschen und Tieren erhoben sich aus der Erde und kamen auf mich zu. In den Höhlen außerhalb Westmarks traf ich auf die lästigste Fledermausart überhaupt. Meine Begleiter und ich hatten dort Zuflucht gesucht, um meine Aufzeichnungen zu sortieren, als diese Kreaturen auftauchten und zahlreiche der Schriftrollen in Stücke rissen. Die Welt wird unter dem Verlust dieser Weisheiten schwer zu leiden. Noch nicht da. Alter, wie viele Untote gibt's denn noch? Untote Tiere, untote Menschen in allen möglichen Formen, Zombies. Ich glaube, wir brauchen hier selbst einen Exorzisten. Wir brauchen hier irgendwie eine Heilflasche oder sowas. Holy Water. Nicht genug Hass. Kennt ihr das noch aus anderen Spielen, wo man dafür Untote so heilige Sachen brauchte, damit es mehr Schaden macht? Ich glaube, jetzt wäre ein Kreuzritter gut. Den kriegt man ja mit diesen Add-on, kriegt man ja den Kreuzritter dazu. Als neue Einheit. So, auf dem Weg. Oh, zwei Stück diesmal sogar. Und der hat die Fledermäuse gespawnt. Jetzt sehe ich es gerade erst. Üble Fledermäuse. Aber im Grunde sind es trotzdem neue Fledermäuse. Warum werden da nicht Fledermäuse immer als gefährlich und schlimm abgetitelt? Als boshafte Monster. Fledermäuse sind voll lieb. Ich warte immer noch. Was ist denn das? Der Rat tauchte wie aus dem Nichts auf. Eklige Masche aufgeblähten Fleisches flitt geräuschlos durch die Luft. Als ich ihn endlich bemerkte, war ich wie gelähmt. Es schien mir, als ob ich in einem furchtbaren Wachtraum gefangen war. Ich blickte zu Boden und sah, wie Ranken aus Energie sich um meine Füße wanden. Da erkannte ich, dass es nicht Angst war, die mich lähmte, sondern die Magie des Seraphs. Steht nur rum und macht nichts. Tolle Mystikerin. Dass ich sie nicht richtig beschützen muss, weil wenn die noch Lebenspunkte hätte wie meine Zauberin, die gerade gestorben ist, dann werde ich ein Problem. Okay, ich komme hier nicht mehr raus. Aber meine Zauberin kommt ja immer wieder. Die lässt sich nicht untergehen. Unterkriegen. Also die grässlichen Seraphen sind im Grunde nur fette Engel. Nein, das werde ich nicht. Meine Zauberin ist wieder da. Alter, der Damage ist ja überhaupt nicht übertrieben. Ich weiß gar nicht, wo ich noch bin. Ich sehe hier nur noch Blitze und Explosionen. Grimmorg, der Grässliche.
Ah gut, das sind, ich muss noch ein bisschen gucken. Da macht Gewitter sowieso. Oh Gott. Ich darf nicht zu lange da auf dem Feld bleiben. So, nochmal ein paar Lebenspunkte. Und das wieder ein grässlicher Seraph. War eigentlich eine gute Idee, dass ich gleich um die Ecke gelockt habe. Aber eigentlich finde ich die gar nicht so stark. Jetzt muss ich nur noch diesen Seelentiegel finden, dann habe ich den zweiten weg und dann dürfte keine große Armee mehr zwischen mir und Malta hier stehen. Aber ich denke mal, bevor wir Malta über... Ich sehe, dass ihr euch die Schuld an Leas Schicksal gibt. Wie habt ihr von ihr erfahren? Ich sehe nicht nur die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit. Lasst euch davon nicht überwältigen. Ihr müsst noch viel über mich lernen. Ja, stimmt, eigentlich geben wir uns nicht die Schuld. Im Grunde sind ist eigentlich Tyrae schuld. Und Lea selbst. Weil die beiden haben ja immer weiter gewettert und auf Adria gehört. Und ich habe ja einfach nur gefolgt. Oh, was ist hier los? Lady Gwyndoline oder so, keine Ahnung. Ich sprech's mal an. Bitte. Eine Monstrosität sucht die Krypta meiner Familie heim. Und es gibt niemanden, der sie schützen könnte. Das ist natürlich jetzt wichtig, dass wir die Krypta jetzt schützen müssen. Das kann ich nicht. Das ist jetzt wirklich wichtig, oder? Ich hatte das Gefühl, dass die wahrscheinlich selbst tot ist. Dass sie ein Geist ist, den wir nur in Frieden lösen müssen. Oder? Nein, da ist der Boss. Eremiel. Rostiger Ernter. Hier, friss meine Bälle. Das klingt falsch. Das klingt wirklich falsch. So, geschafft. Und sie war ein Geist, wie ich es mir gedacht habe. Es gibt Farbt meinen ergebensten Dank. Nun können wir alle Ruhe finden. Dankeschön. Gut, dass du nicht dich verwandelt hast und nochmal mich besiegt hast. Ich weiß ja nicht, können die auch Seelen, also welche, die schon tot sind, die Seelen aus dem Totenreich nehmen und daraus welche machen? Oder können die, keine Ahnung. Ja, eigentlich nicht. Die können eigentlich nur die leeren Körper nehmen. Kann Malta beschwören. Nekromantie ist das. Nekromantie. Wobei eigentlich Nekromantie immer dachte, dass es eigentlich eine böse Richtung wäre, Nekromantie. Also eine dunkle Magie ist das ja. Okay. Wenn ihr in die Zukunft blicken könnt, wisst ihr, ob dieser Kampf jemals ein Ende nehmen wird? Natürlich wird all das enden. Und ihr werdet ein langes und glückliches Leben. Warum hört sich das so falsch an? Weil es nicht vollends der Wahrheit entspricht. Und weil ihr ein Solcharis seid, der sich beharrlich weigert zu... Es ist wunderbar, euch endlich zu treffen. Auch wenn ihr ein wenig hagerer seid, als mich meine Visionen haben erwarten lassen. Ihr gebt einfach nicht genug auf euch Acht. Immer steht die Rettung der Welt an erster Stelle. Ja, wenn es kein anderer macht, muss ich halt ran. Aber ich finde es cool, dass sie meine Persönlichkeit hier komplett auf Weiß gibt. Ich kann nie glücklich sein, muss immer maulen. Naja, ich weiß nicht. Ein bisschen könnte es auf mich zutreffen, aber nur ein bisschen. Sonst kann ich aber auch sehr glücklich sein, aber es kommt immer drauf an. Manchmal habe ich auch Scheißtage. Das passt ein bisschen zum Dämonenjäger. Weil der wäre arbeitslos, wenn es nichts zu tun gäbe. Also kann er kein glückliches Leben haben. Es sei denn, die Jagd nach Dämonen macht ihn glücklich. Also Dämonen in den Arsch treten? Na, gut, okay, das kann schon irgendwie auf eine Weise. Hier sollte Frieden und ewige Ruhe herrschen. Stattdessen spottet dieser Friedhof der natürlichen Ordnung. Ah, ich versuche möglichst schon die Mitte nicht zu nehmen und es zu meiden. Eigentlich nur den Vorhof. Wir müssen ja in den Vorhof. Wir sind ja eigentlich komplett falsch. Toll, jetzt haben wir den ganzen Friedhof umrundet. Für was? Ich 58 schon. Krass.
Was haben wir hier gekriegt? Normale Gürtel, okay. Und neue Fähigkeiten. Splitterpfeil, auf alles vorbereitet. Guck mal die neuen Fähigkeiten an. Splitterpfeil, auf alles vorbereitet. Erhöht den Schaden am Einschlagsort. Aber ich fand den nie so gut. Hier würde ich auf jeden Fall den fliegenden Angriff gerne schon haben. Splitterfeuer, Chakram, aufspießen. Schwere Wunde, Shuriken. So, warte mal. Von Schnellfeuer getroffene Gegner werden unterkühlt. Ne, das brauchen wir nicht. Achso, Bombardement war das. Okay, ich habe jetzt völlig verwechselt. Schattenkraft, durch die Schatten gehen. Reduziert den erlittenen Schatten während Schattenkraft. Erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit, während Schattenkraft aktiv ist. Ist nicht schlecht, aber ich finde erlittener Schaden reduzieren besser, weil wir werden ja immer getroffen. Das ist ja das Problem. So, wegrennen ist manchmal gar nicht möglich, weil wir da bleiben müssen. Drohnen ist unheil. Feuert einen Bola ab, die mehr Schaden verursacht, aber länger bis zur Explosion benötigt. Ich weiß nicht. Probieren wir mal aus. Probieren wir mal eine Bola aus. Oh cool. Geht doch. Dauert halt ein bisschen, aber funktioniert. Er kann ihn nämlich in Ruhe schießen und den ein bisschen aufladen und dann den zur Explosion bringen. Gute Kombo. So, jetzt wo geht's denn jetzt hier weiter? Wo geht's hier raus? Hier unten, oder? Geht's hier unten raus? Sag's mir. Oh, Hallöchen. Okay, das Ding funktioniert ganz gut. Die machen halt keinen direkten Schaden. Die werden einfach weggeschnappt. Okay, hier ist ein langer Weg. Auf jeden Fall weg vom Friedhof. Oh, wie eine Truhe. Soll ich sie anfassen oder nicht? Ich weiß es nicht.